Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Da, wo deine größten Ängste sind, da ist dein größtes Potenzial. Darüber möchte ich jetzt mal mit dir sprechen. Kennst du das? Du stehst vor einer Entscheidung, was sich eigentlich vom Herzen her sehr gut anfühlt, aber es geht vielleicht auch darum, eine Investition zu tätigen, eine Entscheidung überhaupt zu treffen. Und so das neue Unbekannte, das verursacht auf der einen Seite so das Gefühl, dass du dich freust, auf der anderen Seite verursacht es aber auch Ängste im gewissen Rahmen. Und darüber würde ich gerne mit dir sprechen, denn vielleicht hast du das auch schon mal, vielleicht auch von mir hier gehört, da wo deine größte Angst ist, da ist auch dein größtes Potenzial. Woran liegt das eigentlich? Warum machen denn neue Dinge, ja, das neue Leben, was wir uns vom Herzen her wirklich wünschen, was wir eigentlich wirklich uns gestalten und kreieren wollen, warum macht uns denn das auf der einen Seite eine Freude? Auf der anderen Seite macht es aber gleichzeitig Angst. Warum ist das so? Schau mal, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, also wenn wir in der Komfortzone drin stecken bleiben, dann braucht man ja auch nichts zu verändern. Und wenn wir die Komfortzone nicht groß verändern, sondern nur mal, ja, ich sag's jetzt mal, in ein paar Zentimeter, da brauchen wir keine Angst haben, da gehen wir einfach mal einen Schritt. Aber wenn wir wirklich aus unserer Komfortzone, ich habe das bei mir früher gerne immer so ein bisschen als, ich stecke im Schlamassel drin, ich stecke im Schlamm drin gesagt, wenn wir die wirklich verlassen wollen, dann betreten wir ja Neuland. Und das kennen wir nicht. Und das ist das, was uns dann eben Ängste einfach verursacht. Und das kannst du dir so vorstellen, als wir früher noch als Jäger und Sammler unterwegs waren und unsere Komfortzone, unser gewohntes Terrain verlassen mussten, weil wir auf die Jagd gehen mussten, weil wir uns und unsere Familie ernähren mussten. Da gab es eine berechtigte Todesangst, weil um die Ecke konnte der Säbelzahntiger hocken. Ja, das war eine berechtigte Todesangst. Aber wir mussten durch diese Angst gehen, sonst wären wir verhungert. Und so sind wir eben auch aus diesem Trieb heraus gegangen. Und das ist genau das, was heute noch in unserem Gehirn drin steckt. Ich sehe hier gerade die ersten Herzen und Daumen hoch. Vielen, vielen Dank. Ich sehe jetzt zwar live nicht, wer hier dabei ist. Das zeigt mir Facebook hier gerade nicht an. Aber ich habe nur Daumen hoch und Herzen gesehen. Sehr schön. Danke. Ja, also, woher kommt das? Wenn wir unser gewohntes Terrain verlassen, das haben wir dann damals einfach aus dem Instinkt des Überlebens gemacht, sind durch diese größte Angst gegangen, weil wir einfach auf die Jagd mussten, weil wir uns und unsere Familien ernähren wollten und mussten. Und wenn wir dann jetzt davor stehen, wir haben eine Idee, unseren Seelenplan zu verwirklichen, wir haben jemanden, der einem auch zeigt, wie der Weg dahin geht, wo es einfach auch darum geht, jetzt in sich selbst, in die eigene Persönlichkeit zu investieren und das gewohnte Terrain, also den Schlamassel, wie ich es gerne immer genannt habe, zu verlassen, dann ist das, was uns einfach diese Ängste gleichzeitig verursacht, weil, jetzt bin ich weg. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier noch da bin oder weg bin. Ja, Facebook, bitte lass mich den Bildschirm jetzt mal bitte noch mal ändern. Wie geht das denn jetzt? Ich bin jetzt irgendwo hier drauf gekommen. Ich gehe mal von aus, ich bin immer noch online und versuche jetzt mal gerade den Bildschirm wieder auf eine andere Einstellung zu kriegen. So, jetzt aber. Okay, so. Also, aber wir lassen uns jetzt hiervon nicht abhalten. Wo war ich stehen geblieben? Wenn wir jetzt so eine Idee haben, unseren Seelenplan zu verwirklichen, das Ding zu machen, was uns wirklich am Herzen liegt und uns selbst zu verwirklichen. Und dann haben wir jemanden anhand, der uns da zeigt, den Weg, das Navigationssystem, der uns an die Hand nimmt. Und dann kommen diese Ängste auf. Geht das denn wirklich gut? Ich verlasse jetzt mein gewohntes Terrain. Was erwartet mich da? Und das hängt einfach damit zusammen, dass in unserem Stammhirn immer noch Verbindungen da sind aus dieser damaligen Zeit.
Das sind immer noch Verbindungen da aus dieser damaligen Zeit, wo wir als Jäger und als Sammler einfach unterwegs waren, wo wir unser gewohntes Terrain verlassen haben. Und damals mussten wir es verlassen. Jetzt haben wir immer noch die Möglichkeit, okay, die Entscheidung zu treffen, ich bleibe in meinem Thema, in meinem Dilemma drin. Und diese Verbindungen, die sind in unserem Stammhirn immer noch verankert. Unser Gehirn hat unsere enorme Entwicklung, unseren Fortschritt, was wir die letzten Jahrhunderte gemacht haben, nicht in, oder Jahrtausende, davon kann man ja sprechen, nicht in dem Maße mitgemacht. Und deshalb ist das genau das, was uns dann so die Angst verursacht, wenn es darum geht, ich fühle hier in meinem Herzen, das ist jetzt genau der Weg, ich will jetzt meinem Herzen folgen, ich will mich jetzt selbst verwirklichen, ich will jetzt meinen Seelenplan leben, dann verlassen wir unser gewohntes Terrain. Und das ist das, was dann auf der anderen Seite diese Ängste ausmacht. Aber das ist dann genau der Knackpunkt, wo ich dir mit Gewissheit sagen kann, wo deine größte Angst ist, dahinter verbirgt sich eben dein größtes Potenzial. Und da werden sich so viele Türe und Tore dann eben öffnen, wenn du einfach mal dich committed hast, ich gehe jetzt durch meine größte Angst durch und bin ganz neugierig, was mich da erwartet. Denn mach dir doch mal eines bewusst, wenn du durch deine größte Angst durchgehst, ist dein Leben in Gefahr? Ist dein Leben real in Gefahr? Oder ist die Chance recht groß, in dein neues Leben zu kommen und dir dein Leben nach deinem Herzen zu gestalten? Stell dir doch mal diese Frage. Ja? Und das mag dir dann eben auch eine Rückenstärkung geben und helfen, deinen Seelenplan zu verwirklichen und durch deine größere Angst eben auch zu gehen. Okay? Ich schick dir eine ganz liebe Umarmung und bis ganz bald. Tschüss.